Ich bin immer wieder ein bisschen beeindruckt, halt aber auch irgendwas mit inspizieren gerade noch. Spuren. Irgendjemand floh Richtung Norden. Oh. Ich bin immer so ein bisschen beeindruckt, wie geil hier jetzt so die Landschaftsgestaltung ist. So, auf ins Grüne. Ganz schön viele Buchen hier, wa? Wahnsinn. Also für Allergiker echt schlimme Zeiten hier. Warte mal, da ist doch. Ah. Ah. Warte mal. Ah, ein bisschen nach Süden. Irgendwo muss hier was sein. Aber mal sehen. Was Auffälliges. Hier komme ich aber schon gleich aus dem Gebiet wieder raus. Waren hier noch sind wir drin, ne? Warte mal, was ist denn da? Hier wären da auch noch mal Spuren. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Aha. So mal. Okay. Jetzt wird es direkterweise sogar spannend, ja? Was ist hier los? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Boah, der ist aber heftig. Hey! Du bist geliefert. Ach, Mensch. Also das Kampfsystem ist hier... Ja, ein bisschen wie bei Mortal Kombat. Man, so eine Pfeife. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hat der denn da? Ein paar Groschen hat der. Die können wir natürlich mal mitnehmen. Ja, nehmen wir mal alles mit. Ein Kommunions-Dings. Der bringt Kohle. Ist sowieso teilweise was Zeug, was Kohle bringt, Leute. Ringelblumen, was macht denn der eigentlich? Kuvi Info.
Regeneriert binnen einer Minute 30 Lebenspunkte und beseitigt die Auswirkung eines Katers. Hebt die Wirkung von Lazarus-Elixieren auf. Das Kampfsystem muss man sich erst gewöhnen. Ja, das, da gebe ich dir, denke ich mal, 100% recht. So, Pfeile können wir ja mal mitnehmen. Platten, Ellbogen, Kacheln. Das ist so ein geiles Wort, das muss einfach mitgenommen werden. Ja. Gut. Wir können ja mal ein bisschen was von diesem Zeug trinken. Nee. Anwenden. Essen. Wir sehen mal, die HP wieder ein bisschen nach oben geht. Also richtiger Zaubertrunk, ne? Ja. Aha. Körper aufheben, plündern. Bisschen Brot. Blutiger Hufkratzer. Das ist so markiert. Ich glaube, den müssen wir mitnehmen. Sieh an, ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Pfeile können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das Brot nehmen wir dann auch nochmal mit. Ja, einmal ein Blutkratzer. Sehr interessant. Wir können ja mal ein bisschen was essen. Weil wenn ich auf die Sattheit gucke... Oh, das ist ein gestohlenes Brot. Boah, passt schon. Ja, erkunde die Lichtung im Wald. Durchsuche die Banditen. Da haben wir gemacht. So, okay. Dann gehen wir erstmal wieder hier nach unten. Da sollen wir finde Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Mal sehen, wem der Teil gehört. Wenn ihr wollt, dass ich mal zwischendurch mal was trinke, könnt ihr gerne im Chat Ausrufungszeichen Trink eingeben. Das ist extra für ein Frühshoppen. Für Leute, die die Funktion noch nicht kennen. Wollt ja nicht, dass euer Streamer hier so ein bisschen verdurstet, oder? Ich weiß nie. So, mein Schwert mal weggesteckt. Nicht, dass ich die ganze Zeit hier bewaffnet rumlaufe. Nicht, dass die Leute nervös werden. Kennt man ja von anderen Spielen, wo die Leute nervös werden, wenn man mit gezückter Waffe rumtingelt. Ja? So, wen könnte der Hufkratzer hören? Irgendeiner lebenden Person natürlich. Da muss man mal schauen. Da wäre stehen. Der wäre stehen. Trink! Endlich! Ich darf was trinken. Wie geil. Das mache ich natürlich auch. Super, sehr schön. So, mit leicht geölter Stimme geht's dann weiter, wie es so schön heißt. Wollen wir mal gucken? Also, die Dame wusste jetzt erstmal nichts großartig zu sagen. Da wäre auch nur stehlen. Ah, da wäre wieder reden. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich versuche, mir einen Reim darauf zu machen. Aber hier wirst du Rotschopf nicht mehr finden. Er ist weg. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Lebe wohl.
Jakob muss wohl da hinten sein. Ja, ist er auch. Das kann nicht sein. Geil, der Charakter wird immer müder und immer müder. Also einen geregelten Tagesablauf hat der definitiv nicht mehr. Ne? Die Zeit ist irgendwo durch. Wer ist hier Jakob? Ist das Jakob? Nö, das Dorfbewohner. Mal sehen, ob der hier was Neues hat. Da waren Banditen. Zwei an der Zahl. Gleich nördlich im Wald. Was? Du hast sie gesehen? Sie griffen mich an und sie sind tot. Du hast sie getötet? Einen von ihnen. Der andere lag bereits im Sterben. Er hatte das bei sich. Es muss vom Gestüt stammen. Na gut. Befrag die Leute hier dazu. Ich sehe mich mit den Männern im Wald rum. Möge Gott über dich wachen. Männer! Wir wissen, wo sie stecken. Folgt mir! So. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Ja, Spiel mal wieder gespeichert, sehr schön. Ja, Quest abgeschlossen, möge die Jagd beginnen. Rotschopf in der Klemme. Schauen wir mal kurz mal auf die Karte. Das ist da unten. Befrage die Köhler im Süden. Darf ich jetzt einfach irgendwo mal in einem Gasthaus gehen und dort auch schlafen gehen? Oder ist das eher nicht so gern gesehen vom Spiel? Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, wo steht jetzt mein Gaul? Auch eine gute Frage. Gaul, wo sind die ganzen Pferde eigentlich hin, womit die wir hierher geritten sind? Das ist einfach nur ein Pferd. Das ist nicht meins. Du kannst jederzeit schlafen, okay. Aufsetzen und stehen, nee. Plätze, wo bist du? Schöne Nummer. Am Tor. Ups. Tor. Hm.
Das Tor hier anscheinend nicht. Wo, irgendwo war da noch ein anderer Ausgang. Dahin. Ah, ja. Pfeifen, dann kommt ja. Es. Papa Pitt, Hallöchen. Wo du hergekommen bist, ja. So, ich glaube, das war das hier, wa? Das ist einfach nur Pferd. Das ist einfach nur Pferd. Pferd. Bernhards Pferd. Pebbles heißt unser Warum muss unser Pferd Pebbles heißen? Wieso? Das ist doch scheiße. Okay, wo müssen wir hin? Erstmal will ich natürlich ausruhen. Da wäre Neuhof. Und da ist der Gasthof. Unterkunft. Will er so nicht machen. Ich muss bis dahin reiten, dann wieder zurückreiten. Das ist ja eine Nummer. Ey. Gut, oberstes Tor, dann nehmen wir mal dahin. Schnell reisen wir dahin. Es wird immer später hier. So. Müssen wir erstmal den Ladescreen überleben. Auch nicht immer einfach. Danke. So, dann müssen wir wieder ein bisschen den Weg dort lang. Muss ich eigentlich den Gaul zwischendurch auch irgendwann mal füttern oder so? Oder füttert sich das von alleine? So, mal kurz auf die Karte gucken. Mal ein bisschen ist noch. Ortskenntnis 0. Ne? Das scheint es hier zu sein. Wo können wir das Pferd hier eigentlich parken? Spricht man beim Pferd eigentlich auch vom Parken? Ich glaube eher nicht. Machen wir mal hier vorne hin, so, hallo Gaul, so. Einmal runter mit uns. So. Oh, privater Bereich, nee, da wollen wir eigentlich gar nicht rein. Wen kann ich denn hier eigentlich anquatschen? Das sind irgendwelche Dorfbewohner. Bürger, Bürger, Wirt. Guten Tag. Guten Tag. Schlafplatz. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Natürlich. Für wie lange? Na, eine Nacht, blöde Frage. Ja, für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Na super. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Deine Kammer ist die mittlere. Gut, oben Mitte. Okay, danke und tschüss. Gott behüt dich. Treppe ist draußen, da haben wir's. Was ist das da? Ja, so sieht's dann aus von außen. Ja. Kann man machen. So, dann machen wir hier mal zu. Wunderbar. Und dann gehe ich mal schlafen direkterweise. Ich mach gar nicht große Rummetingelei oder sowas.
Der Typ ist einfach müde. Wofür ist denn eigentlich dieses Buchsymbol gerade? Achso, ich genese, glaube ich, gerade. Ja, kann schon sein. So, wir schlafen dann mal. Bis zum nächsten Morgen. 8 Stunden, 9 Stunden. Ach ja, 8 Stunden. Mal schön durchgepennt hier. Ja. Kann man sich schon mal geben. Ja. Lucifer, moin moin und moin at all. So, Luzi, ich wäre im Team Speck. Mal so als kleine Information nebenbei. Dann habe ich noch was anderes hier. Ging bei gerade noch ein bisschen Chat auf. Noch nebenbei Chat. Ah, du spielst es. Übt das Kämpfen sehr. Du brauchst dafür sehr viel Skill. Ansonsten würde ich das Game dafür mobben. Okay. So. Guten Morgen, Mr. Morgan. Und herzlich willkommen auf der Talos 1. Ich weiß, das war ein anderes Spiel, aber das ist ein Spruch, den bringe ich irgendwie sau gerne. So, dann machen wir das hier mal auf. Ah, mal ein bisschen strecken. Und mal kurz mal gucken, ob hier oben ein bisschen was zum Essen liegt oder so. Nicht allzu viel. Aber es bringt nichts, wenn ich im TS bin, da es Story hat, das Game. Ah ja, stimmt, das hat Story. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So, jetzt muss ich mal kurz mal gucken wegen der Futteralien. Futteralien, Nahrung. Da haben wir ein bisschen Brot, da kann man ja mal essen. Boah, so richtig großen Hunger haben wir eigentlich nicht. Ein bisschen Brot hier essen, das geht schon mal. Hallo, kleine Plötze. Ich weiß, das heißt Pebbles, aber für mich ist es Plötze. Okay, so jetzt schauen wir mal auf der Karte. Wir müssen jetzt theoretischerweise dahin reiten, da wo das A ist. Das heißt, wir werden uns jetzt mal einfach den Weg entlang hier bewegen. Das heißt, wir werden jetzt auch wirklich mal ein bisschen reiten. Reiten gefällt mir schon ganz gut. Alter, wie geil das aussieht, wie die Sonne jetzt gerade so hochkommt, Leute. Wow. Und da kommt die Morgenröte auf. Und der junge Reiter reitet der Sonne so ein bisschen entgegen. Der Soundtrack dazu ist ja auch schon der Hammer. Jetzt müsst ihr so Einhörner rumspringen, so kleine Feen, dann sind wir beim Walt Disney Film. So schnell geht das. Wahnsinn. Neue Stufe erreicht. Reiten. Yes. Oh nein, ich habe das Wildwesten-Spiel nicht gespielt. Falls jetzt der eine oder andere den Gedanken dazu fassen sollte. Landschaftsmäßig sieht das hier echt schon geil aus. So, mal nochmal kurz mal auf die Karte gucken. Da reiten wir dann bis dahin, dann reiten wir da runter und dann kommen wir hier irgendwo entlang und dann sollten wir theoretischerweise schon da sein. Ich könnte zwar theoretischerweise Feld einreiten, aber ich mag mir schon irgendwie so ein bisschen auch an die Wege halten. Ja?
Macht auch gerade so ein bisschen Spaß, einfach das Reiten. Einfach nochmal so ein bisschen rumkurven hier. Ne? So, hier ist der Weg dann schon ein bisschen dünner. Ja? Frage ist natürlich, wenn wir hier öfters lang reiten, ob der Weg dann auch breiter wird. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das Spiel so immersiv ist. So, wie sieht's denn da aus? Da sind wir doch ein bisschen hier auf dem Weg. Das heißt, da ein bisschen geradeaus. Das ist aber ein bisschen blöd. Da müssen wir wohl dann doch ein bisschen hier so Feld einreiten, hier auf der Seite. Ja. Schade. Hier mal ein bisschen vorsichtiger reiten. Weiß nicht, wie gut das Pferd dann hier Schaden nimmt oder so. Okay. Okay, durch den Büschenmarker nicht. Oh, der Sound ist geil. Wenn man so über das Holsterrohr reitet, ist das schon cool. Kann man sagen, was man will. Also das Spiel hat echt hier und da echt so seine Highlights. Weiß auch nicht, ob ich mit dem Pferd wirklich da bis dahin reiten sollte oder die paar Meter dann noch zu Fuß. Wollen wir mal gleich noch spontan entscheiden. Mensch, ganz schön tapfer unsere Plätze. Sehr gut. Gut, dann werden wir mal hier absteigen. So, bleib mal hier. Pebbles, bleib artig. Wir haben ein Lager entdeckt. Hallo Leute. Himmel, was willst du jetzt wieder von mir? Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. So, jetzt gucken wir mal nach den Werten. 5, 2 ist zu niedrig, kämpfen will ich aber gar nicht. Dann machen wir mal das hier. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde, aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köder. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Ja. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Sicher. Sicher, aber sowas von sicher. Gut, dann schauen wir mal kurz mal auf die Karte, ob wir hier ein neues Update bekommen haben. Oh, da oben.
Befrage die Köhler im Norden. Ist ja auch nicht gerade kleine Strecke. Das heißt, wir werden... Oh Gott. Ja, wir werden erstmal unsere Plätze holen. Reite mal jetzt mal ein bisschen geschwinder, damit wir heute auch noch mal im Norden auch dann vielleicht ankommen. Ja, schön sanft durch das Wasser, nicht dass das arme Pferd scheu wird. Warte mal, reite ich überhaupt noch ein bisschen richtig hier? Eher nicht, wa? Ich könnte auf dem Weg eher dahin zurück. Dann geht's dann so lang. Ja. Also 180 Grad Plätze. Jetzt geht's an diesen dünnen Wegen erstmal weiter. Ja, obwohl man jetzt zwar mit dem Pferd unterwegs ist, man hat trotzdem so das Gefühl, dass das ziemlich große Landschaften sind hier. Und auf nach Norden. Also so ein bisschen Hauptweg. Weil hier ist doch eine Menge Verkehr, sonst würde das hier nicht so aussehen. Naja, die ganzen Raben und so ein Zeug hier. Augen auspicken, das ist mein Job. Leute, guckt VR-Chat, dann wisst ihr, was ich meine. Dann bin ich ein bisschen creepy. So, schon. Das ist die Richtung, die sieht schon mal gut aus. Oder wir können so und so. Eigentlich ist es egal, ob wir so oder ob wir so. Oder machen wir mal egal. Weil das so Würstchen ist, machen wir einfach so. Dann geht das schon. Ich mag diese Wegesgestaltung hier. Die sieht sehr natürlich aus. Das haben die echt toll hinbekommen. Auch so mit diesen Grasnarben und so ein Zeug alles so. Das sieht echt überzeugend aus. Also grafisch sah ja der Witcher schon richtig geil aus. Aber das Spiel setzt hier in Sachen Grafik doch nochmal einiges drauf. Und weil ich jetzt gerade streame, verwende ich ja noch nicht mal die HD-Textur, ne? Das ist es. Das heißt, wenn ich für mich persönlich spielen würde, jetzt ohne Stream, und mit HD-Texturen spielen würde, dann wäre ja da nochmal eine Nummer anders sogar nochmal. Überall mit den kleinen Pfützen hier und so. Und den Geräuschen, wenn man da durchreitet. Das ist ja auch alles so angepasst. Also diese ganzen einzelnen Details halt. Müssten wir so langsam in das Gebiet reinkommen.
könnte wirklich auch schon da sein. Das heißt, wir werden wieder mal plötzlich hier parken. Ja. Mahlzeit. Gott sei mit dir. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Dann nehmen wir den mit dem Fünferwert. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Gott behüte dich. Ja, ja. Wer weiß, wer weiß. So. Bin dann mal weg, was essen und das schöne Wetter genießen. Dann wünsche ich mal noch viel Spaß. Danke sehr. Danke fürs Reinschauen. Guten Appetit und einen schönen Tag bei dem schönen Wetter. Hatte ich gestern übrigens auch genossen. Wir waren beim Hafenfest gewesen und hatten hier die eine und andere kulinarische Gelegenheit gehabt. Und danach haben wir auch noch schön Eis gegessen. Oh, einen riesengroßen Paradiso-Becher. Wahnsinnsding. Das ist normalerweise für zwei Personen und ich habe das Ding gesolot. War schon geil. So, rückwärts, Jan. Rückwärts laufen ist für Pferde aber angeblich sau schwer. Oh, ich darf wieder was trinken. Coole Nummer. Mache ich das mal. Ah, super. Ja, oh. Dass du mir nicht verdurstest. Danke. Super, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Wie sieht es denn da aus? Wir müssen ein bisschen nach Norden weiter, den Weg lang. Und dann kommen wir so an so einem Wasserweg vorbei. Das finde ich wieder geil. Also mal gucken, wie sie das Ding in Szene gesetzt haben. Das heißt, wir gehen dort lang. Na, komm. Na, komm. Ja. So, ja. Sehr schön. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wir haben zwar nur ein PS unterm Hintern, aber ja. Diese eine PS werden super schön und agil umgesetzt. Da haben wir hier auch das Wasser. Das sieht so geil aus. Oh, guckt euch mal diese kleine Brücke an. Alleine das Bild ist ja doch hier gerade der absolute Hammer. Dann hört man auch das Wasser so plätschern. Ja, das sind solche Dinge halt. So, wir bleiben auf der Seite. Krass, einfach nochmal krass. Hier reiten wir definitiv ein bisschen langsam, um einfach mal so die Szenerie zu genießen. Ja. Es ist schon ein Genuss. Vielleicht sollten wir mal so Pferdespiele spielen, ne? Wo man so reitet, Pferde striegelt und so. Nee? Doch? Nee? Mann. Ey, all das Grün hier und so weiter. Hier hat es definitiv öfters geregnet als in Berlin, ne? Hier liegt ein bisschen mehr Wasser rum, ne? Geil. Das sieht so toll aus. Oh, mit
Die ganzen... Vor allen Dingen, die haben echt hier diese typische Regel beachtet. Wunderbar. Man hat wirklich dieses ganz hochwachsende Zeug, dann hast du die Büsche, dann hast du was dazwischen. Verschiedene andere Materialien noch, wie diese Hölzer und so. Also designtechnisch haben die hier wirklich die ganzen Regeln gut beachtet. Hammermäßig. Hatte ich ja mal als Thema auch gehabt, Design von Landschaften. Und zwar beim Hausflipper. Ne? Da ging es ja auch darum. Sieht so geil aus hier, der Bach, ja. Da, als ob der da so richtig ist halt, ja. Der liegt einfach nicht nur ranzig eine Rille oder so. Der ist da auch richtig halt, so in der Landschaft drinne. Ich habe ein Nest entdeckt, cool. Wow. Man merkt nicht, dass ich hin und weg bin, wa? Das Lustige ist, der Luzi, der hat das Spiel ja weitaus vor mir gespielt. Der hat das gespielt, als das Release rauskam. Und der hat immer gesagt, ja, Exos, du musst das unbedingt mal spielen. Du musst es unbedingt mal spielen. Naja, und wie der Zufall so wollte, hat sich dann halt die Gelegenheit dann doch mal ergeben. Das macht schon echt einiges her. So, jetzt müssen wir mal gleich mal kurz auf die Karte gucken. Das ist nämlich hier so eine Brücke. Wo hängen wir denn da? Wir müssen tatsächlich auf die andere Seite. Oh, ist gut zu wissen. Jetzt hört man, wie das Holz ist. So geil. Oh. So, dann werden wir auch wieder hier mal absatteln. Lassen wir das Pferd mal hier ein bisschen im Grün stehen. Kannst du ein bisschen grasen? So, Pebbles, hau rein. Gräst das auch? Steht da ein bisschen kauen tut. So. Ne? Weiß ich nicht. Nochmal gucken. Köhler-Zwilling. Guten Tag, wie kann ich helfen? Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die zwei Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Wollen wir lügen oder wollen wir die Banditen wirklich erledigen? Dürft ihr entscheiden. Jetzt dürft ihr entscheiden, wie es weitergeht. Erledigen oder lügen? Mal sehen, was als Antwort kommt. Schubidubidu. Ja. Erledigen. Okay, dann erledigen wir. Na gut, ich kümmere mich um sie. Und dann verrätst und du mir, wo Rotschopf steckt, ja? Adrian. Ja. Werde sie los. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wo finde ich diese Banditen? Bin mir nicht sicher. Gibt viele Verstecke in der Gegend. Aber da sie über die Brücke kamen und gingen, müssen sie irgendwo in dem Gebiet sein, das zwischen uns und unseren Nachbarn liegt. Klingt nach einer Menge Wald zum Durchforsten. So viel ist es nicht. Gibt hier irgendwo einen Pfad, der zu einem verlassenen Lager führt. Alles Gute. Alles Gute. Na, danke sehr. So, dann schauen wir mal kurz auf die Karte, wo uns das... Ach du grüne Neune. Scheiß doch die Wand an. Ey, Leute. Das kann nicht wahr sein, ey. Töte die Banditen. Super. Ja, klingt nach einer Menge Aufgabe. Wollen wir mal schauen. Ja, kriegen wir mal. Und
Theoretischerweise sollte ich auch langsam ein bisschen was skillen können, wa? Habe ich nämlich auch noch gar nicht gemacht. Spieler. Tatsächlich. Hauptstufe. Yeah. Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst. Wie viele Punkte haben wir denn? Da hätten wir auch noch was. Streitkolben, Schwert, Faustkampf, Bogen, Axt, Verteidigung, Kampf generell. Fertigkeiten, ach du grüne Neune, ey. Wo sehe ich, wie viele Punkte ich vergeben kann insgesamt? Da ist der Ruf. Da ist der Ruf ein bisschen runter. Aber die freuen sich alle. Da ist sogar 87, hammermäßig. Was macht denn Hauptstufe? Deine Stufe hängt von deinen Werten und deinen Fortschritt im Spiel ab. Es könnte sich als nützlich erweisen, deinen Charakter mit dem deiner Freunde zu vergleichen. Alle 2 Stufenerhöhungen kannst du eine Spezialisierung auswählen, die deinen Charakter in einem Bereich etwas geschickter macht. Stufe 5 haben wir. Hoppala. Ich wollte nicht so komplett raus. Ja, ein bisschen Redekunst ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn wir da mal machen. Weil kommunizieren ist anscheinend sehr oft hier im Spiel. Dann haben wir einmal das. Vitalität ist auch nicht ganz verkehrt. Und dann nehme ich da nochmal Stärke mit. Hier kann ich anscheinend auch nochmal reinstecken. Okay. Das geht dann also auch irgendwann, dass ich weniger Essen brauche. Und so weiter und so fort. Schon so einiges dabei, was interessant. Ach, das kann ich lernen. Mit Lernen. Diese wirklich erlernen. Warte mal. Bürger habe ich. Erste Hilfe. Naturbursche. Okay. Speerbla sowieso. Was hätte ich denn hier noch? Frischluch nach dem Kerker. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Aufgedreht, deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Speer erhöht deine Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% erhöht. Nachtschwärmer, deine Ausdauer regeneriert sich nach 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Der Duft des Mannes, wenn du schmutzig bist, hast du bei Gefährten mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leicht bemerken und deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30% verringert. Das Leben ist hart. Du stammst aus armseligen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen und umgekehrt. Askete. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Das ist natürlich auch blöd. Ich bin schon fast am Überlegen, ob wir aufgedreht nehmen. So, haben wir gemacht. Was haben wir hier im Kampf? Im Kampf würde ich sagen, dass wir da mal unsere Schwertfertigkeit noch mal ein bisschen nach oben drücken. Einmal ein bisschen Schwert, ist nicht verkehrt. Und dann nehmen wir hier auch noch mal ein bisschen in Sachen Kampf. Gucken wir uns dann noch mal die Info an.
Achso, das ist sogar die Info schon. Die überordnete Fertigkeit für den Kampf und Waffen und Fäusten. Je höher die Fertigkeit Kampf entwickelt ist, desto schneller sind deine Angriffe und desto schwieriger ist es für deinen Gegner, sich gegen deine Angriffe zu verteidigen. Außerdem werden deine Waffen beim Angreifen und Verteidigen nicht so stark beschädigt. Klingt erstmal nicht so ganz verkehrt. Neue Spezialisierungsstufe werden beim Erreichen von Stufe 4, 8, 12, 16 und 20 freigeschaltet. Jo, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ist nicht ganz grundverkehrt. Dann haben wir natürlich auch hier nochmal Möglichkeiten. Gott. Je höher die Kunst der Alchemie-Meisters, desto leichter fällt es dir, Tränke zu brauen. Selbst wenn du dabei keine Fehler machst, hält sich ein Meister seines Fass genau an das Rezept, kann er bis zu 3 Tränke mit Zutaten für einen Trank bauen. Ja, klingt super. Heimlichkeit, weiß ich jetzt nicht. Hundeflüsterer, der Hundeflüsterer versteht es, mit Hunden umzugehen. Finde ich irgendwo geil, wenn wir einen Hund dabei hätten. Dann hätten wir Köterkeule mal wieder, Dogmeat. Wäre schon irgendwo geil. Dann hätten wir Jagen mit verbesserten Fähigkeiten. Jagen erhältst du mehr Fleisch und andere nützliche Materialien. Und du erlegte Tiere ausnimmst, ja, wenn ich die Tiere ausnehme, Kräuterkunde, weiß ich das nicht, Lesen. Die Fertigkeit Lesen bestimmt, wie gut du Bücher lesen kannst. Ohne sie ist hier das Buch für dich weiter ein Haufen Kauderwelsch. Je höher die Fertigkeit entwickelt ist, desto schneller kannst du Bücher lesen und verstehen. Dann hätten wir noch Reiten. Die Fertigkeit Reiten bestimmt, wie viel dein Pferd scheut und wie schnell es ermüdet. Je höher die Fertigkeit entwickelt ist, desto länger kannst du im Galopp reiten. Reparieren. Ich denke, das erklärt sich von selber, genauso wie Schlösser knacken. Ja, Hundeflüsterer fände ich geil. Lesen fände ich geil. In Jagen hätten wir sogar schon einen Punkt, wie es aussieht. Machen wir mal das hier. Dann gibt es nachher auch Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Dann gibt es den Schnäppchenjäger. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Und dann gibt es den Kunstliebhaber. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickt, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Magistrat, gebildet zu sein, hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, die Wache zu überzeugen. Dann gibt es Bücherwurm. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen der Zeit automatisch. Komfort, wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Und so geht das immer weiter. Oh Gott, das geht immer weiter bis zum Kartografen. Die ganze Karte wird aufgedeckt und offenbart dir alle besiedelten Orte, Jagdgebieten und Höhlen. Krasses Ding. Was hätten wir denn sonst noch Schönes? Können wir nochmal hier Minus machen? Habe ich da jetzt wirklich gelernt oder eher nicht? Doch, da habe ich gelernt. Oder? Finte, Adalas. Ah, nee, ich habe nicht gelernt. Ich habe es nur aufgemacht, sehe ich gerade. Warte mal, aber hier habe ich doch gelernt. Ja, da habe ich es gelernt. Gelehrter, wir sind ein bisschen gelehrt. Ein Leswerk wird um 3 Punkte erhöht. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Ich bin auch noch ein Schönling. Mann. Ja. Adalasa, du hast bessere Chancen, beim Gegner im Kampf eine blutende Wunde hinzuzufügen. Rostige Klinge. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinen Gegner damit bei einem Treffer zu vergiften. Raserei. Je schwerer du verwundet bist, desto wirkungsvoller sind deine Angriffe. Dann gibt's noch den Sadisten. Ja, Wahnsinn. Angriffsserie. Ich würde sogar schon wirklich auf Adalasa gehen. Geht das?
Oder kann ich nur da? Nee, die sind schon so weit. Oder ist das was, wo ich automatisch mit reinkomme, dass ich da gar nichts machen kann? Kann natürlich auch sein. Da wäre auch nur Info. Gute Frage. Spezialisierungspunkte. Bogen. Ah, das könnte ich lernen. Stumpfer Schlag und Zornhaut. Was haben wir denn da? Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel, Abfolge, Zustechen, Zuschlagen. Ach du grüne Neune. Oh. Das könnte ich nicht lernen. Das andere schon. Wo waren das? Bei Schwert. Ah, da ist eine 1 drin, ne? Aha, warte mal. Jetzt muss ich mal glatt mal gucken. Da ist auch eine 1 drin. Das heißt, hier beim Lesen kann ich jetzt gerade gar nichts lernen. Beim Jagen aber schon. Entweder Geweihe oder Zähne. Ja, nehmen wir mal Geweihe mit. Juhu, wir haben Geweihe. So. Dann ist hier nämlich nichts mehr. Hier wäre beim Schwert halt stumpfer Schlag oder Zornhaut. Abfolge zuschlagen sowieso. Langschwert pariere. Langschwert haben wir eher sowieso nicht. Stich auf das Gesicht des Gegners ein, anstatt dass er andeutende Angriff. Ah, okay. Dann nehmen wir das auch mal mit. Ist hier denn noch was denn jetzt noch zu lernen? Stärke. Bollwerk, Huckepack, Packesel. Ah, ich verstehe. Da könnte ich zwei Sachen lernen. Jetzt verstehe ich das jetzt erst gerade. Redekunst. Deine Redekunst ist um 3 erhöht. Wenn du dich mit adeligen, wohlbewährten Leuten unterhältst, kann nicht mit der Spezialisierung von niedriger Geburt kombiniert werden. Wenn ein Händler... Okay, dann machen wir erst das hier. Nehmen wir mal das. Danke, so ist dieser Punkt da schon mal weg. Und irgendwo ist es ja nochmal Agilität und Stärke. Was haben wir denn da? Leichtfüßige Kämpfer. Du kannst im Kampf zur Seite springen. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Das ist eine gute Frage. Weniger Schaden. Ich kenne mich. Ich springe ganz gerne mal irgendwo rund. Ich kenne mich. Aus anderen Spielen. So, dann gibt es nochmal Stärke. Da haben wir einmal Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken. Haben wir weniger Ausdauerkosten. Huckepack, Leichen oder Bewusstlose zu tragen. Verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Fest im Griff. Deine Chance, den Gegner zu umklammern und zu überwältigen, ist 40% höher. Packesel, ich kann 15 Pfund mehr tragen, das ist glaube ich gar nicht verkehrt. Und dann nehmen wir auch nochmal fest in den Griff, das ist glaube ich auch nicht ganz verkehrt. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir hier irgendwas noch haben. Da ist noch was, die Hauptstufe. Da haben wir immer aufgedreht und erste Hilfe. Beziehungsweise, nee, das haben wir eher, wa? Das können wir lernen, das hier haben wir ja schon. Wie wir gerade sehen, das haben wir. Da haben wir noch einen Punkt. Ja, aufgedreht haben wir gemacht. Speer macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Dann nehmen wir den Speer da noch mehr mit und dann haben wir auch das dann durch. Dann sind ja auch die Sterne weg. Okay, dann haben wir das auch geskillt. Wow, war jetzt eine ganze Menge zu skillen, eine Menge zu lesen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass sich das jetzt gelohnt hat. Aber das erste Mal geskillt. Nach ganz vielen Stunden das erste Mal geskillt. Die ganze Zeit ungeskillt rumgelaufen. Musste auch erstmal bringen.